Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hatte euch in einem sehr langen und ausführlichen Video bereits die neuen Keramikversiegelungen von Gion oder sagen wir besser die überarbeiteten aus der Evo-Reihe vorgestellt. Darin hatte ich euch alle diese Coatings gezeigt, wie sie sich voneinander unterscheiden. Und jetzt möchte ich in diesem zusätzlichen Video einfach noch so kurz, knapp und knackig wie möglich aufs Gion Moos Evo eingehen. Zuallererst sprechen wir darüber, wo im doch recht umfangreichen Sortiment der Keramikversiegelungen von Gion sich das Moos Evo einordnet. Beim Gion CanCoat Evo, das ist sozusagen der Einstieg in die Keramikwelt, spricht Gion von einer Standzeit von bis zu einem Jahr oder 12.000 Kilometern. Beim One Evo, das ist immer noch eher ein Einsteiger-Coating, 2 Jahre oder 25.000 Kilometer. Und beim Pure spricht Gion von bis zu 3 Jahren oder 40.000 Kilometern. Das Nonplusultra ist sozusagen das Gion Synchro. Hier verspricht Gion eine Standzeit von 4 bis 5 Jahren auf jeden Fall. Und das Moos ordnet sich jetzt doch schon hier bei den Top-Coatings ein, weil hier spricht Gion, je nachdem, ob ihr eine oder zwei Schichten auftragt, von einer Standzeit von 3 Jahren oder 40.000 Kilometern beziehungsweise 4 Jahren oder 50.000 Kilometern. Und man muss hier noch dazu sagen, das ist sozusagen das langanhaltendste Coating von Gion, das nur aus einer Komponente besteht, denn das Synchro besteht aus 2 Komponenten, das heißt 2 verschiedenen Produkten, die man aufeinander auftragt. Das, was ich euch gerade gesagt habe, das sind ganz klar Herstellerangaben und damit sind das Richtwerte. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass alle diese Coatings inklusive dem Moos Evo für Glanzlacke gemacht sind. Für Mattlacke hat Gion ganz spezifisch noch das Q2 Matte Evo im Angebot und für Folien bzw. PPFs, Paint Protection Films oder Lackschutzfolien im Deutschen, hat Gion noch das Q2 PPF Evo im Angebot. Das heißt, ihr habt hier eine zusätzliche Auswahl. Eine weitere Eigenschaft, die laut Gion alle neuen Coatings mitbringen und beim CanCoat steht es zum Beispiel auch auf der Flasche drauf, ist, dass Gion sagt, dass das alles Keramikversiegelungen sind, die man draußen auftragen kann. Oder sie sollen auch ein bisschen darauf hinaus entwickelt worden sein, dass ihr sie draußen anwenden könnt. Ich glaube, das bezieht sich vor allem auf die Eigenschaft, dass sie eben nach 12 Stunden des Aushärtens bereits wieder mit Feuchtigkeit, mit Wasser in Berührung kommen können. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, ich empfehle es euch ganz klar nicht, aber Gion sagt, dass diese Produkte darauf ausgelegt sein sollen oder dazu geeignet sein sollen, dass ihr sie draußen auftragen könnt. Kommen wir also zum Auftrag des Gion Moos Evo. Und hier unterscheiden sich die Coatings von Gion, auch die neuen, auch die überarbeiteten, nicht von allen anderen klassischen, traditionellen Keramikversiegelungen, die es auf dem Markt gibt. Grundsätzlich kann man sagen, ja, es ist technisch, theoretisch möglich, eine solche Keramikversiegelung, auch die von Gion, auf ein unvorbereitetes, unpoliertes Auto aufzutragen. Hier muss man aber ganz klar dazu sagen, und das ist mein Tipp und meine Bitte an euch, macht das nicht. Es macht keinen Sinn. Die potenzielle Standzeit, die diese Keramikversiegelungen versprechen, die bedürfen einer gewissen Vorarbeit. Und die ist bei Keramikversiegelungen doppelt, dreifach und 1000-mal so wichtig wie bei einem Wachs oder einer Sprühversiegelung oder bei einer Polymerversiegelung. Und da spricht auch Gion ganz klar von der Empfehlung, ihr müsst euer Auto perfekt auf so eine Keramikversiegelung vorbereiten. Das heißt, ihr beginnt damit, das Auto ganz normal zu waschen, Vorwäsche mit einem Vorreiniger oder Snow Foam, abspülen dann die Hauptwäsche mit einem entsprechenden Shampoo. Da mein Tipp, ihr könnt auch ein bisschen ein stärkeres Shampoo nehmen oder das Shampoo, das ihr habt, ein bisschen überdosieren, damit ihr hier wirklich porentief sozusagen nochmal reinigt. Und danach kommt eben auch der sehr, sehr wichtige Schritt der Dekontamination. Das heißt, ihr schaut euch zuerst an, ob auf dem Auto sowas wie Baumharz, wie Teer oder Klebstoffreste drauf sind und verwendet dann die entsprechenden Produkte. Gion hat mit dem Q2 Tar ein entsprechendes Produkt im Sortiment. Ihr könnt natürlich aber auch ein Cochemy Oilex oder irgendwas anderes nehmen, was ihr gerade zu Hause habt. Und in einem nächsten Schritt sprüht ihr dann das ganze Auto mit einem Flugrostentferner ein. Auch hier hat Gion den Q2 Iron, den halte ich auch persönlich für sehr, sehr gut. Aber auch da gibt es genug Alternativen, wie beispielsweise den K2 Roton oder den Cochemy RRR. Sucht euch hier das Produkt aus, das euch am besten gefällt. Ihr sprüht das Auto damit ein, ihr wartet, bis der typische Farbumschlag stattfindet, dann spült ihr das Ganze ab und danach geht es ans Kneten. Das heißt, ihr schnappt euch eine Knete oder einen Knethandschuh oder sowas wie einen Sonax Clayball, sprüht das Auto mit einer geeigneten Clayloop ein oder einer selbstgemischten Shampoo-Wassermischung, knetet das ganze Auto, spült dann nochmal ab,
trocknet und dann seid ihr bereit fürs Polieren. Zum Thema Polieren haben wir euch ja einige Videos hier auf dem Kanal schon präsentiert. Schaut euch die mal an. Das heißt, ihr poliert das ganze Auto bis zu dem Grad, mit dem ihr persönlich zufrieden seid. Es muss, kann, darf und soll nicht immer um eine hundertprozentige Defektkorrektur gehen. Aber, das muss man jetzt halt schon sagen, das Finish, das ihr nach dem Polieren erreicht habt, das schließt ihr sozusagen mit einer Keramikversiegelung ein. Denn das ist die resistenteste Form einer Versiegelung, die ihr auf eurem Lack auftragen könnt und das wird schon eine Zeit lang halten. Ja, auch Keramikversiegelungen bringen ganz leichte Fülleigenschaften mit. Die sind aber nicht so stark wie bei einer Glaze, bei einer All-in-One oder bei einem Wachs. Das heißt, wenn ihr die Kratzer und die Lackdefekte, die ihr auf eurem Auto drauf habt, nur zu 50 bis, sagen wir mal, 75% entfernt, dann wird man das unter der Keramikversiegelung dann immer noch sehen. Und deswegen sagt man eben auch, es ist schlichtweg schade, wenn man das Auto nicht perfekt poliert, bevor man sich sowas hier aufträgt. Nachdem ihr das Auto poliert habt, folgt noch der ganz wichtige Schritt des Entfettens, denn wenn irgendwas auf dem Lack zurückbleibt, dann wird das die Anhaftung von so einer Keramikversiegelung stören. Und da sind gerade All-in-One-Polituren, also solche, die sowohl polieren als auch irgendwas auf dem Lack zurücklassen, definitiv nicht geeignet, wenn ihr danach so eine Keramikversiegelung auftragt. Und dann schnappt ihr euch das entsprechende Produkt hier von Gion, appliziert euch das auf einen entsprechenden Applikatorblock. Gion legt euch ja in diesen Paketen, die ihr hier kauft, schon so einen Applikatorblock bei und dann beginnt ihr es auf dem Lack zu verteilen. Hier ist die ganz klare Empfehlung sowohl von Gion als auch von mir. Arbeitet hier maximal in 50 x 50 cm großen Vierecken, tragt das Produkt auf, wartet 30 bis 60 Sekunden, also maximal eine Minute. Und dann wischt ihr mit einem Mikrofasertuch nach. Meine ganz klare Empfehlung hier, verwendet ihr immer drei Mikrofasertücher. Das erste Tuch verwendet ihr, um die groben Überstände abzunehmen. Wischt hier ohne viel Druck. Ganz wichtig, denn wenn ihr zu viel Druck anwendet, tragt ihr die Keramik zu sehr ab. Also wischt hier ohne großen Druck einmal die groben Überstände weg, geht mit dem zweiten Tuch nochmal hinterher. Für beide diese Schritte eher ein kurzfloriges Tuch verwenden und fürs dritte Nachwischen mit dem dritten Tuch empfehle ich euch ein eher flauschigeres, ein bisschen dickeres Tuch. Da geht es wirklich darum, die letzten potenziellen Überstände nochmal abzunehmen. Das Gion Moos Evo unterscheidet sich ein kleines bisschen von anderen Keramikversiegelungen, denn es bildet nicht diese typischen regenbogenartigen Schlieren auf dem Lack aus, die euch signalisieren würden, dass es bereit ist zur Abnahme. Es macht etwas aus meiner Sicht Besseres, weil es besser erkennbar ist. Ihr tragt euch dieses Produkt auf dem Lack auf. Und dann beginnt es nach einer gewissen Zeit, 30 bis 60 Sekunden, sich in Tröpfchen zusammenzuziehen. Und sobald ihr diese Tröpfchen seht, signalisiert euch das Produkt, dass es zur Abnahme bereit ist. Für alle Keramikversiegelungen, auch für die von Gion, gilt, dass je wärmer es ist und je feuchter die Luft ist, desto schneller ziehen sie an. Das heißt, wenn ihr an einem Tag arbeitet, an dem es brennend heiß ist und an dem eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, dann müsst ihr hier eher schneller arbeiten als die 30 bis 60 Sekunden. Wenn es kälter ist und wenn die Luftfeuchtigkeit gering ist, könnt ihr diese Zeit auch ein kleines bisschen hinauszögern. Das Gion Moos ist übrigens das einzige Coating im Sortiment von Gion, bei dem der Hersteller sagt, man kann es schichten. Gion empfiehlt aber nicht mehr als zwei Schichten. Wenn ihr euch entscheidet, das in zwei Schichten aufzutragen, sagt Gion, dass ihr zwischen der ersten und der zweiten Schicht eine Stunde warten solltet. Nach dem Auftrag, das heißt, ihr habt es appliziert, ihr habt es abgetragen, sagt Gion, dass die Coatings 12 Stunden lang nicht nass werden sollten. Das ist ein Produktversprechen, das die Coatings von Gion so ein bisschen von anderen unterscheidet. Bei anderen Herstellern sind es 24 bis 48 Stunden. Gion sagt, nach 12 Stunden darf hier bereits Wasser drauf. Aber auf der anderen Seite sagt Gion auch, dass sie in den ersten 14 Tagen nach dem Auftrag nicht mit Chemie in Kontakt kommen sollten. Das heißt, ihr solltet das Auto, nachdem ihr die Keramikversiegelungen aufgetragen habt, erst nach 14 Tagen wieder waschen. Wenn ihr während dieser Zeit Angst vor Wasserflecken habt oder irgendwas mit eurem Auto machen wollt, das ist auch völlig okay, dann empfiehlt Gion euch das Q2 Cure, das Produkt, das in diesen Boxen enthalten ist, dass ihr das noch zusätzlich obendrauf auftragt. Das soll die Keramikversiegelungen während der Zeit, während dieser ersten 14 Tage, während dem sie komplett ausreagieren, aushärten und ablüften, nochmal zusätzlich schützen, halt vor allem vor Wasserflecken. Das Gion One Evo, Pure Evo, Moos Evo, Synchro Evo und Matt Evo gibt es übrigens jeweils in zwei verschiedenen Liefervarianten. Und zwar habt ihr die, sagen wir mal, Standard oder Full Box, das ist diese große hier. Darin enthalten ist das jeweilige Coating.
Darin enthalten ist einmal das Q2Q, also das Pflegeprodukt. Darin enthalten ist ein Applikatorblock. Hier am Beispiel vom Gion Synchro sogar zwei, weil wir haben ja zwei Produkte. Darin ist ein Service-Booklet enthalten, darin sind Sticker enthalten, die ihr beispielsweise auf die Innenseite der Türen von eurem Auto kleben könnt, wenn es behandelt ist, oder von euren Kunden. Darin ist eine Anleitung, das heißt, ihr kriegt hier relativ viel. Und dann gibt es noch jeweils eine andere Variante, das ist die Lightbox. Und in dieser Lightbox ist mehr oder weniger nur das jeweilige Coating, also die jeweiligen Flaschen drin. Der Preisunterschied ist hier nicht ganz so groß, das heißt, die Lightbox empfehle ich wirklich nur professionellen Aufbereitern unter euch, die ihre eigenen Applikatoren, eigenen Tücher und so weiter haben, die das Pflegeprodukt nicht brauchen, die einfach nur möglichst günstig einkaufen wollen. Für alle Privaten empfehle ich ganz klar aufgrund des sehr geringen Preisunterschieds eher die große Box. Was kostet der ganze Spaß? Kommt ein wenig drauf an. Denn alle diese Coatings hier, bis auf Synchro, gibt es in 30 ml, in 50 ml und in 100 ml. Und es gibt, wie vorher schon gesagt, die vollen, die großen Boxen und es gibt nochmal die Lightboxen. Es macht absolut null Sinn, dass ich euch alle Preise hier jetzt einfach runterlese. Ich blende die euch jetzt einfach hier ein. Und die Produkte sind ja unter dem Video nochmal verlinkt. Das heißt, ihr könnt selber dann nochmal nachschauen und die Preise vergleichen und sie dann beim bevorzugten Shop oder Händler holen. Und somit hätten wir auch das Thema Preis kurz, knapp und knackig abgehandelt. Chemisch resistent ist das Moos Evo übrigens in einem pH-Wertbereich von 2 bis 11, laut Gion zumindest. Das heißt, sucht euch die Reiniger, gerade Shampoos, Vorreiniger und so weiter entsprechend aus, mit denen ihr eine einmal mit Moos Evo behandelte Oberfläche pflegt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum solltet ihr euch fürs Moos und nicht für die anderen Coatings im Gion Sortiment entscheiden? Grundsätzlich gute Frage, denn das Sortiment ist aus meiner Sicht zu groß. Ganz klare Empfehlung meinerseits, wenn ihr Einsteiger seid, holt euch das Gion Can Coat Evo. Das erzeugt nicht ganz so einen starken Farbauffrischungs- und Abdunkelungseffekt. Dadurch ist die Gefahr von Schlieren und Wolken, die ihr zurücklasst, sehr viel geringer als bei den anderen Coatings. Und aufgrund seiner sprühbaren Form ist es einfacher und fehlerverzeihender im Auftrag. Und ihr verzichtet zumindest nicht auf irgendwas, wenn es um die Hydrophobie geht. Denn das Can-Coat ist eines der hydrophobesten Coatings, das Gion überhaupt im Sortiment hat. Das heißt, wenn es euch einfach nur um ein möglichst gutes Abperlverhalten geht, um Himmels Willen, holt euch das Can-Coat. Wenn euch die bis zu 12 Monate Standzeit, die Gion hier angibt, zu wenig sind und ihr auch als Einsteiger möglichst viel von der Keramikversiegelung und dem mühsamen Auftrag rausholen wollt, dann holt euch das One. Das One und das Pure sind sehr, sehr nahe beisammen und das ist so ein Bereich, wo ich sage, da könnte man eins von den Produkten auch weglassen und da würde niemand was vermissen. Aber es gibt hier schon einen Unterschied. Sobald ihr eine Keramik unter nicht ganz idealen Bedingungen auftragt, zu hoher Luftfeuchtigkeit, zu hohe oder zu niedrige Temperaturen, eine nicht ganz perfekt ausgeleuchtete Garage, holt euch eher das One. Das One ist ultimativ fehlerverzeihender. Was das One und das Pure ganz klar vom Moos unterscheidet, ist, dass diese zwei Coatings laut Gion ein Finish erzeugen sollen, das eher an das von klassischen Canauba-Wachsen erinnert. Das, was man Keramikversiegelungen oft vorwirft, ist, dass sie einen kalten und glasigen Look erzeugen, währenddem ja gerade Canauba-Wachse, natürliche Wachse, eher dazu in der Lage sind, diesen klassischen Wet-Look zu erzeugen. Und da spricht Gion davon, dass das One, insbesondere aber das Pure, dazu in der Lage ist, diesen Look nachzuahmen und eben nicht den typischen kalten, glasigen Look erzeugt, den Keramikversiegelungen sonst haben. Das Moos ist so ein Coating, das eher diesen klassischen Look erzeugt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Gion hat es beim Moos geschafft, dass das hier ein Coating ist, das Lackglätte erzeugt. Nicht die beste Lackglätte, das wird nicht an manche Wachse rankommen, aber es ist schon ein Coating, das eine schöne, glatte Haptik am Lack hinterlässt. Das kann weder das One und ganz besonders nicht das Pure. Also wenn euch Lackglätte wichtig ist, dann eher das Moos, wobei man hier auch dazu sagen muss, das Synchro ist in dieser Hinsicht noch mal besser. Wenn es ums Thema Hydrophobie geht, auch da eine klare Empfehlung. Wie gesagt, das Can-Coat ist hier sehr gut. Das One ist nicht ganz so gut. Da muss man schon sagen, da gibt es Sprühwachse, Sprühversiegelungen, Polymerversiegelungen, die perlen besser und schöner ab als das One. Das Pure ist wirklich, wirklich gut ausgezeichnet. Das Moos ist mitunter das Beste, was es hier bei Gion gibt, rein wenn es ums Abperlverhalten geht. Und man muss halt auch dazu sagen, rein von der potenziellen Standzeit, insbesondere wenn ihr hier zwei Schichten auftragt,
kommt halt keines von den anderen Coatings hier ans Gian-Moos ran. Der Auftrag ist eine lustige Geschichte, denn Gian sagt zwar, dass diese drei hier, das Can-Coat, das One und das Pure, eigentlich die einfacheren oder sogar die Einsteiger-Coatings sind. Was mich am Moos Evo fasziniert hat, ist, dass das aus meiner Sicht ein ausgesprochen einfach zu verarbeitendes Coating ist. Gerade weil es die Eigenschaft mitbringt, dass wenn ihr es auftragt und es bereit zur Abnahme ist, dass es diese Tröpfchen bildet, und das sieht man halt so besonders gut. Und diese Tröpfchen lassen sich dann auch mit sehr einfachem und geringem Aufwand vom Lack wieder entfernen. Achtung, ich sage hier nicht, dass das ein Einsteiger-Coating ist, denn hier habt ihr es mit einem kürzeren Fenster in der Abnahme zu tun, und auch hier wieder hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, eine schlechte Ausleuchtung in der Halle, die führen dazu, dass das hier nicht so fehlerverzeihend ist. Wenn ihr hier einen Fehler macht und irgendwo eine Stelle übrig lasst und diese Pünktchen, die sich bilden, nicht abnehmen und ihr wartet hier zu lange, dann müsst ihr polieren, und dann müsst ihr schon ziemlich aggressiv polieren, dass ihr das wieder runternehmt. Das, was ich sage, ist, die Abnahme vom Coating ist relativ angenehm und einfach verglichen mit anderen Keramikversiegelungen. Das macht das hier aber nicht zu einer Empfehlung für Einsteiger. Weil das Pure und das Moos relativ nahe beisammen liegen beim Preis, wie gesagt, wichtiger ist für euch die Frage, wie wichtig ist euch Lackglätte, wie wichtig ist euch ein fehlerverzeihender Auftrag und wie wichtig ist euch das maximale Beading, und da könnt ihr euch dann entweder fürs Moos oder fürs Pure entscheiden. Natürlich ist auch bei Gian nicht alles Gold, was glänzt, und man muss auch ein paar kritische Punkte anmerken. Beispielsweise, dass nirgends in der Verpackung, auf der Verpackung oder in der Anleitung irgendwas in deutscher Sprache dabei ist. Das ist alles Englisch. In der Anleitung sind zwar hübsche Piktogramme drin, die euch den Auftrag bildlich erklären, aber es ist halt keine deutsche Anleitung mit dabei. Die Inhaltsstoffangaben sind nicht in deutscher Sprache, und das sollte gerade ein Welthersteller wie Gian eigentlich besser machen und besser wissen. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Und dann muss man auch dazu sagen, hier in dieser Anleitung steht was Komisches dabei, nämlich, dass man das Auto vorbereiten, polieren soll und nach dem Polieren nochmal waschen, und man soll zum Waschen sowas wie Spüli verwenden. Und das halte ich für einen, ja, ich kann es nicht anders sagen, ich halte es für einen idiotischen Tipp. Wenn man nach dem Polieren nochmal wäscht, hat man inhärent das Risiko, dann wieder Kratzer zu erzeugen, und aus meiner Sicht gehört Spüli nicht aufs Auto drauf. Das erzeugt keinen Gleitfilm, auch das erhöht das Risiko für Kratzer wieder. Diese zwei Sachen gefallen mir ganz klar nicht so gut. Und dann kommt in Bezug auf das Gian Moos noch ein Punkt mit dazu. Gian verwendet hier in der Formulierung Fluor oder Fluorverbindungen oder ein mit Fluor angereichertes Polysiloxan oder irgendwas. Ist ja wurscht, da ist einfach Fluor mit drin. Und es ist übrigens auch fair, dass ich hier Fluor sage und nicht Fluorverbindung oder sonst was, denn Gian selbst verwendet in ihren Marketingunterlagen das Wort Fluor. Also werde ich das auch machen. Und Fluor ist am Ende des Tages halt kein ganz so bedenkenloser Inhaltsstoff. Das erkennt man beispielsweise auch dran, dass auf der Flasche, wo die Sicherheitshinweise hier 4 Stück an Gefahrenstoffpiktogrammen oder ich glaube, sie heißen Gefahrenpiktogrammen drauf sind, bei den anderen Coatings von Gian sind es nur 2. Und das ist ein Umstand, da muss ich sagen, gerade ein Hersteller wie Sonax hat bei der CC Evo ganz bewusst und aktiv und proaktiv darauf verzichtet, Fluor zu verwenden, denn Fluor hat geile Eigenschaften. Ich glaube, das sieht man am Moos Evo sehr, sehr, sehr gut. Aber es ist halt ein nicht ganz so bedenkenloser Inhaltsstoff. Sonax hat hier drauf verzichtet, hat versucht, auf andere Art und Weise eine gut performende, funktionierende Keramikversiegelung hinzukriegen. Gian hat das nicht gemacht, und auch das ist halt ein Punkt, den muss man hier kritisch anmerken. Dann noch die Frage, wie ordnet sich das Gian Moos Evo ins Gros der Autopflegeprodukte ein, beziehungsweise die Frage, gibt es hier Alternativen? Da muss ich sagen, Gian hat mit dem neuen Moos wirklich was geschaffen, was ein kleines bisschen einzigartig ist, denn alle Alternativen, die mir einfallen, Surfaces Suave, CarPro Sequoz SIC oder SIG, CarPro Sequoz UK 3.0, Nanolex SC 3D, das sind alles Keramikversiegelungen, die versprechen laut Herstellerangaben eher 2 bis 3, vielleicht noch 4 Jahre. Das heißt, das Moos ist hier ganz klar am oberen Ende, wenn es ums Standzeitversprechen des Herstellers geht. Und dabei ist das Moos tendenziell gleich teuer bzw. sogar ein kleines bisschen günstiger als diese Keramikversiegelungen. Und wie gesagt, ich halte das auch für ein sehr einfach anzuwendendes Coating. Das heißt, und das ist jetzt halt ein wichtiger Punkt, wenn dieses Standzeitversprechen hier eingehalten wird, dann ist das wirklich ein sehr, sehr kompetitives Coating, das so ein bisschen alleine im Markt steht.
Wenn sich das eher zwischen 2 und 3 Jahren einordnet, dann muss ich sagen, dann ordnet es sich einfach in das Gros der vielen, vielen Coatings ein, die es schon am Markt gibt. Kann ich euch das Gian Moss Evo zusammenfassend und abschließend empfehlen? Ja, ganz, ganz klares und entschiedenes Ja. Es ist preislich relativ attraktiv, selbst wenn ich es mit anderen Coatings auf dem Markt vergleiche. Ich halte es, wenn man weiß, wie man mit Keramikversiegelungen umzugehen hat und umgehen muss, für ein vergleichsweise einfaches und problemloses Coating im Auftrag. Vor allem ist die Abnahme sehr, sehr angenehm, weil es eben diese Tröpfchen bildet, sobald es bereit ist für die Abnahme. Ich sage es wirklich nochmal, denn ich glaube, man muss das sagen. Ihr dürft das nicht missverstehen. Das ist kein Einsteiger-Coating. Ich empfehle es euch nicht, wenn ihr Einsteiger seid. Holt euch das Can-Coat oder das One. Ich sage einfach, wenn ihr wisst, was ihr tut, ist das relativ einfach. Und was ich damit meine ist, wenn ihr auf Sachen wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Ausleuchtung und so weiter achtet. Das ist alles, was ich hier sage. Lackglätte, sehr gut, vor allem für eine Keramikversiegelung. Hydrophobie, top. Und damit bringt das Produkt einfach alles mit, was ich von einer Keramik erwarte, wenn es denn in der Lage ist, die Standzeit, die Gian hier verspricht, auch wirklich einzuhalten. Das werden wir erst über die Zeit beobachten können. Da werden wir uns vor allem auch auf eure Erfahrungen aus unserer Community verlassen müssen. Aber bis hierhin muss ich sagen, das ist jetzt wieder ein Coating, das ich euch relativ bedenkenlos empfehlen kann, werde und möchte. Das ist auch ein Coating, was es sehr wahrscheinlich in meine Favoriten zukünftig schaffen wird. Und damit muss ich wirklich sagen, beim Moos ist Gian ein großer Wurf gelungen, wenn es um die neuen, die überarbeiteten Evo-Coatings geht. Das kriegt einen Daumen nach oben von mir, aber sowas von. Damit habe ich alles gesagt, was ich zum Moos Evo sagen wollte. Ich hoffe, das Video war für euch spannend. Wenn es so war, lasst uns doch einen Daumen nach oben da und unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video mit mir und Sebastian wieder ein. Servus! We'll be right back.